So, jetzt hat mein Partner mich in der Guard-Position, mach kurz zu, und ich möchte hier wieder rauskommen. Es ist grundsätzlich immer problematisch, wenn ich hier nah an ihn rangehe, weil er jetzt viele Möglichkeiten hat. Er kann all diesen Dinge machen, die wir vorhin geübt haben, mit da einpacken, ganz furchtbar, will ich alles nicht. Das heißt, das Wichtigste ist erstmal, dass ich ihn nicht nah an mich rankommen lasse. Das heißt, viele greifen dann hier oben hin, stemmen hier auf, damit bin ich schon relativ nah dran. Sicherer ist es, wenn ich versuche, mach zu, zum Beispiel die Hose nehme und hier den Gürtel greife oder unten die Jacke. Damit bin ich ein bisschen weiter weg und habe mehr Möglichkeiten. Um mich zu befreien, kann entweder beide Daumen nach außen, Handfläche nach oben, seinen Gürtel nehmen oder macht dasselbe mit seiner Hose. Meine Ellenbogen gehen nah an meine Rippen und dann von innen in seinen Oberschenkel. Ich bringe ein Knie an seinen Hintern und jetzt drücke ich gleichzeitig meine Ellenbogen nach unten und will mit meinem ganzen Körper nach hinten weg raus. Also Ellenbogen runter und nach da raus. Von hier kann ich dann rüber und weiter angreifen. Gürtel oder Hose. Ich nehme jetzt mal den Gürtel. Daumen zeigen nach außen, Handflächen nach oben. Meine Ellenbogen an meine Rippen ran und dann runter in seinen Oberschenkel. Ein Knie und hinten an seine Hüfte. Das andere Bein strecke ich nach hinten raus. Jetzt drücke ich meine Ellenbogen nach unten und gebe den Körper nach hinten weg aus. Ich bleibe mit der Belastung auf seinen Oberschenkel, bis ich wirklich aus seinen Beinen raus bin. So, zweite Technik. Für die ist es hilfreich, wenn ich seine Arme ein bisschen einfangen kann und sie ein bisschen vor seinen Körper bringen kann. Das ist relativ einfach zu machen, wenn ich einen seiner Arme nehme und den ein bisschen hier rüber ziehe. Dann gehen die meisten Leute mit der zweiten Hand da drauf, um meinen Arm einzufangen. Und jetzt sind beide Hände vor seinem Körper. Das meine auch davor, ist es nicht so wichtig. Ich bringe wieder ein Knie in seine Hüfte, den anderen Fuß stelle ich hier auf. Und jetzt will ich mit dem Fuß darüber und mich auf den Bauch legen. Ich greife über Kreuz einen seiner Arme, ziehe den zu mir. Seine Reaktion ist meistens, mit beiden Händen gegen den Arm zu arbeiten. Knie in die Hüfte, andere Bein aufstellen. Wichtig, dass ich diese Hand habe. Wenn ich die nicht habe, kann er das Bein jetzt angreifen und mich umwerfen. Nicht schön. Darum hier auf seinen Bauch. Jetzt dieses Bein auf die andere Seite rüberbringen, auf den Bauch legen.